freue mich, dass ich Sie begrüßen kann zu einer neuen Vernissage hier im Foyer des Kolosseums. Renate Stratmann, wir haben ja großformatig und kleinformatig. Sie haben das alles schon gesehen, es sind manchmal so Paare, ein großes Bild und ein kleines Bild, die ganz offensichtlich zusammengehören. Und das ganz Außergewöhnliche, was mich wirklich beeindruckt hat, ist der Satz, den du geschrieben hast, dass du zunächst von der Farbe ausgehst. Nun ist es so, dass die Farblandschaft, die Farbpalette, die wir mit einem bestimmten Gefühl verbinden, bei jedem von uns ein bisschen anders ist. Das ist klar. Trotzdem ermöglicht uns ja dieser Ansatz, dass wir intuitiv erfassen, was du gefühlt hast, als du den Entschluss gefasst hast, ich möchte dieses Bild malen. An dieser Stelle sage ich das immer, man darf sie auch kaufen. Und der einzige Tipp, den ich Ihnen als vielleicht als Neuling bei Besuch von Vernissagen gebe, über den Preis wird nicht verhandelt, das ist unfein. Genau. Ja. Mit diesem Tipp wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und übergebe das Wort an die Künstlerin. Vielen Dank. Renate Stratmann, wie sind Sie eigentlich zur Malerei gekommen? Wie ist Ihr künstlerischer Werdegang? Ich bin Autodidaktin und ich bin sehr spät mit der Malerei angefangen. Haben Sie denn eine Ausbildung gehabt, eine akademische? Keine akademische Ausbildung. Ich habe 2 Malschulen besucht und vieles, was ich jetzt neu dazu lerne, lerne ich beim Malen aus mir selber heraus. Was ist eigentlich Ihr bevorzugtes Stilmittel? Ich spachtel. Ich male mit Acrylfarbe in Mischtechnik. Ich spachtel mit alten EC-Karten. Das ist der beste Spachtel für Sie? Das ist der beste Spachtel und ich habe den Tipp auch schon weitergegeben und an andere Künstler, die jetzt auch begeistert mit alten EC-Karten spachteln. Und wie holen Sie Ihr Geld? Mein Geld? Ohne EC-Karten? Nee, das sind ja alte EC-Karten, ja. Haben Sie eigentlich diese Bilder speziell für diese Ausstellung gemacht? Nein. Das sind Serien, die ich gemalt habe, wie man auch sehen kann. Die mir gegenüber sind die Wüstenbilder und hinter mir habe ich die Bilder der Kabylei, auf die ich mal durch ein Buch gekommen bin, diese Region in Asien. Wie kommen Sie eigentlich zu Ihren Themen? Wie kommen Sie zu Ihren Ideen? Die Ideen kommen beim Spachteln auf der Leinwand. Ich habe keine Idee oder sehr selten, dass ich mal konkret ein Ziel verfolge. Ich weiß nur, mit welcher Farbe ich malen will. Die Farbe drücke ich auf die Leinwand und dann fange ich an zu spachteln. Und irgendwann verfolge ich bestimmte Linien und irgendwann beruhige ich bestimmte Regionen und irgendwann weiß ich dann auch, was diese abstrakten Bilder mit mir zu tun haben. Gibt es denn schon neue Projekte, die Sie anstreben? Ich habe immer Projekte, außer ich habe zu viele Ausstellungen. Dann habe ich keine Kraft, noch dann nebenbei zu malen. Ich hatte jetzt 2 Monate Malpause und jetzt habe ich wieder angefangen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ja, ich danke auch. Your love is real, my heart won't fall away.
Ich bin gar nicht da. Nee, bestimmt ja gar nicht.